So Leute, willkommen zurück zu Baba is You. Ich muss zugeben, für den VIP-Bereich habe ich mir eine Lösung angeschaut. Man muss das Ding hier rüberschieben und braucht das Not. So, jetzt haben wir hier nämlich die Steine auf unserer Seite. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was ich hier tue. Glaube nämlich. Da muss nur zu. So, also das da stimmt. So, wir müssen nämlich das Is hier runterziehen. So. Nee, das war falsch. So. Das noch mal. Jetzt habt ihr mich kalt erwischt. Ich hab die Lösung vergessen. Aber das kann doch gar nicht sein. Das war so ein simples Ding, dass ich das gar nicht vergessen haben kann. Genau, okay. Da war der Fehler. Also das Is brauchen wir tatsächlich da drüben. Und jetzt kommt der Teil, der richtig gut ist. So. Und jetzt ist Keke nämlich nicht mehr Stop. Warte mal. Wie schaffe ich das, dass die Flag dabei nicht kaputt geht? Habe ich es schon kaputt gemacht? Glaube, ich habe es schon kaputt gemacht. Lass mal überlegen. Okay, ja, ich habe jetzt nochmal reingeguckt. Muss das Is hier hinschieben. Dann kann ich hier nämlich. Einmal so. Dann kann ich hier nämlich noch ein Feld höher gehen. Und dann geht das nicht kaputt. Dann kann ich hier sowas machen. Die beiden Steine gerade zusammen machen. So, dann ist das leichter. Bin ich jetzt schon zu hoch? Ich glaube, ich war zu hoch. Ich darf die Steine nicht da zusammen machen. Das ist sehr, sehr kompliziert. So, jetzt habe ich die beiden Steine als einer und zwar ohne es kaputt zu machen. So, und jetzt ist nämlich alles Baba, da können wir einfach durchgehen. Flag ist Win geschafft. Oh, was für ein Level. Was für ein verdammt schweres Level. So, das hier hatte ich mir auch nochmal angeguckt. Und die Lösung ist so simpel wie genial. Wirklich. Wir können hier nämlich einfach mit den Teleport-Dingern porten hin und her. Okay, ich habe die falsch positioniert. Nee, habe ich nicht.
Okay, ich muss einfach. Okay, eins, zwei. So, Moment. Das war eindeutig der falsche Moment. Eins, zwei, drei. So. Jetzt sind die nämlich eins. Und jetzt kann ich hier auch pushen. Und damit haben wir gewonnen. Wenn man da drauf kommt, dass man ja die Worte damit überlagern kann, dann ist es einfach. Aber er kommt auf sowas. Was? Baba has Keke. Okay, das ist das Level. Ich verstehe. Okay, warte mal. Baba is Melt. Okay, ich sehe, was ich hier tun muss. Ich muss hier mit den Bells was bauen, aber ich glaube nicht mal hier unten, sondern da oben. Aber dafür muss ich zuerst die Bells holen. Okay. Solange die Push sind, kann ich ja die Richtung nicht von oben nach unten machen, oder? Oder geht das? Nee, so kriege ich ja die Richtung nicht geändert von dem Ding. Ich resette nochmal. Okay. Ich muss halt einen Kreislauf basteln. Aber ich habe halt begrenzte Teile. Das ist das Problem. Wenn ich das so mache und ich schiebe das hoch, nee, dann wechselt das auch nach oben. Das ist natürlich doof. Das will ich ja nicht. Was ich natürlich machen kann, ist sowas. Aber das bringt's ja eigentlich nicht, oder? So. Wenn ich jetzt. Nee, es bringt's nicht. Bringt's nicht. Okay, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss die Bells so anordnen, dass ich aus Baba has Keke. Oder besser gesagt, aus Keke has Baba. Dings baue. Baba has. Keke has. Aus Keke has Baba im richtigen Moment. Baba has Keke. Also das einmal umdrehen. Das Problem ist, wenn ich das so habe, dann müsste ich, während ich hier drüben bin, müssten die Dinger einmal rotieren. Ich kann aber nur Belt is Shift oder Belt is Push machen, nicht beides. Eigentlich müssten die Dinger immer rotieren. Warte mal, ich habe auch nur eins. Ich habe auch nicht genug, ne?
das so zu machen, wie ich mir das denke. Habe nicht genug, um das so zu machen, wie ich das denke. Das ist irgendwo ein guter Hinweis, aber irgendwo auch absoluter Schwachsinn. Aber nee, ich kann ja nur ein Bo eins da unten rausholen, nicht beides. Aber wir probieren es mal. Wir probieren mal meinen Gedanken. Dahin. Und das dahin. Es war zu viel. Muss hier immer schön außen rumlaufen. Und jetzt schieben wir das Push hier drauf. Genau, damit funktioniert's. Okay, jetzt müssen wir warten, bis Keke Has Baba gebaut ist. So, warten wir, bis Baba Has Keke ist. Und jetzt haben wir's. Fühle mich immer so gut, wenn ich ein Rätsel ohne nachzugucken lösen kann. Weil dann habe ich was geschafft. Und zwar selber. Angespannte Atmosphäre. Wall and Rock is stop. Rock is not push. Wall is sink. Wall is not push. Flag is win. Gull is defeat. Okay, das Einzige, was ich brechen kann, ist Rock is not push. Bedeutet, ich kann sagen, Rock is push, weil Rock is stop. Was ich auch sagen könnte, wäre Wall is push. Und, nee, Wall is not push. Was ich sagen könnte, not Wall is sink. Also, alles lässt versinken, außer der Wand. Ich komme mit dem Stein hier nicht weiter. Außer durch das Not Wall is Sink kann ich die Wand auch schon damit versinken lassen. Nein, kann ich nicht. Also mit Text kann ich die Wand nicht versinken lassen. Wall is Rock kriege ich auch nicht hin. Rock is Wall kann ich machen. Bringt mir aber nichts. Man könnte wäre Rock is Sink. Frage ich einfach das Push da rein. Aber es geht nicht, weil das Ding Stop ist. Warum ist dieser dämliche Stein stop? Ja, kann den Stein halt bloß dahin schieben. Ich stehe gerade dezent auf dem Schlauch. Wall Push wäre das Ganze so einfach. Warte mal. Was ist denn, wenn ich sage, das ist doch eigentlich die Idee? Nee, Moment, das würde ja einfach bloß indizieren, dass es keine Wand werden kann, ne?
Ja. Nicht, dass es alles außer der Wand wird. Ah, ist das kompliziert. Gibt's einen Not-Is? Nee, Leute, da stehe ich leider auf dem Schlauch. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich finde, wir sind trotzdem heute weit gekommen und wir sehen uns im nächsten Part von Baba Is You. Bis dann, euer Wolf.